Der himmlische Traum eines Filialleiters. Die Figuren in diesem Stück sind frei erfunden. Eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre rein zufällig. In einem kleinen Ort in der Oberpfalz saß ein Filialleiter der VR-Bank bis in die späten Abendstunden angestrengt vor dem Bildschirm seines Computers bis in die übergroße Müdigkeit in einen himmlischen Traum entgleiten ließ. Er sah sich von zwei Engeln geleitet in den bayerischen Himmel eintreten. Sie führten ihn zu einer Schönwetterwolke. Kasimir ließ sich von den Engeln mit einem Bier und einem Schnäpschen verwöhnen. Der heilige Petrus trat aus dem Himmelstor und sagte: Ja, wer ist denn da schon wieder da? Jetzt lass mich noch mal nachschauen, wer bist denn du? Schon wieder ein außerplanmäßiger Zugang. Jetzt lass mal schauen. Ah, du bist der Kasimir, der von der Bank, grüß dich Gott. Aber jetzt lass mich schauen, ich finde dich nirgends. Bist du heute schon dran? Ja, wo bin ich denn überhaupt? Ja, wie schaut's denn aus? Ja, ein bisschen schaut's aus, wenn ich mir den Himmel vorstelle. Da werde ich von zwei hübschen Engeln mit einem Bier und einem Schnapser verwöhnt, in dem Sinne bloß. Und ich immer denkt, kann man mal kurz arbeiten, Halleluja singen und es gibt bloß einen Mann. Aber, ich muss sagen, es duftet einfach himmlisch da herum. Find ich nirgends. Ja, mein Duften tut es bei uns schon. Weißt, unsere heilige Maria, die wenn ihren Hirbelofen anschmeißt, dann gibt es einfach duftige himmlische Kelchen. Aber meine Engel dann haben ja halt bloß Zeit für die. Mir wäre ja total vernachlässigt heute. Ja, danke schön. Zeit ist worden. Also Kasimir. Prost. Oh, mei, was Kasimir? Mir da herum, wir gingen schon mit der Zeit. Mann, das ist von gestern. Wir holen uns schon die guten Speisen und lassen uns schon gut gehen. Und wenn Maria ihren Ofen anschmeißt und es die himmlischen Kirchen gibt, auf die will keiner verzichten. So, ist jetzt meins eigentlich schon fertig? Na, Frali, ist der Petrus Kegel schon fertig? Den mache ich doch aber auf die erste, also, dass der Petrus verwöhnt wird. Schau her, laut und gut schmecken. Von bald's gut. Frau Petrus, du bist ja doch unser Fester. Nee, darf ich da auch vielleicht anprobieren? Halt, statt! Da habe ich jetzt noch nichts probiert. Jetzt, ich mal mit dir nur ein Wörterl reden. Du bist doch der Kasimir, der Filialleiter. Ja, da brauchst du gar nichts zu halten. Der Filialleiter von der VR-Bank, der wir da einen Wettbewerb ausgeschrieben haben. Da gibt es doch 333 Euro zum Gewinnen. Dreimal heißt es. Kann's sein. Ja, freilich. Und kannst du da nicht ein wenig mitmischen? Bist du da zuständig? Ja, zuständig, also zu Recht weiß ich jetzt gar nicht, wer da zuständig war. Ja. Also habe ich keiner zuständig. Aber wenn man helfen will, dann findet sie aber einen Weg. Weil das hat sie doch der Frauenbund von Deiblitz, da war. Jetzt muss ich mal auf mich auf. Der war da von deinem Standort da, von Deiblitz, gell? Die haben sich doch beworben. Das ist dir doch schon bewusst. Das weißt du schon. Ja. Ne? Aber da kannst du doch schon ein bisschen, gell, ein gutes Wort einnehmen. Und weil die haben nämlich aber so fleißig, die Frauen vom Frauenbund, was die alles machen, die haben ein Programm gehabt. Ja, weil jetzt hat es auch Corona ausbremst, ist ja alles nichts, gell. Aber der denkt schon gut, jetzt
Ohrmischung bitten, Kräuterbüschel binden, mit, natürlich mit den Hygienevorschriften, gell? Und was die alles noch gemacht haben, Adventfeier ausgerichtet, Muttertagsfeier ausgerichtet. Jesus, der verbringt man noch. Nein, doch noch nicht. Muttertagsfeier und Seniorenkaffee. Und was machen sie noch alles? Ja, und natürlich Hefebacher-Dienst, gell? Nach meinem himmlischen Rezept für Kirche, für ein Fasching, für ein Bürgerfest. Und da stehen die Leute Schlange, dass sie einen ankaufen können. Du wartest noch ein bisschen. Und dann der Erlös von dem Verkauf, meinst du den versaffen den? Wird alles gespendet für einen guten Zweck. Da kannst du schon ein gutes Wort einlegen für den. Und jetzt, ich habe es auch leichter herum. Ich konnte da meine Pfanne auf meine Heizwolke drauf, aber der wenn sie mit dem alten Klump anschlagen. Schau mal hin, was für ein altes Klump haben. Lisbeth, schau mal hier. Der Topf ist schon wieder in den Griff abgebrochen. Lauter Klump haben wir, schau dir mal das an. Ja, lauter Klump. Der ist doch schon 50 Klump. Jahre alt. Ja, und die Kaffeemaschine, schau mal da an. Ist ein Altertum, kann man doch nicht mehr hernehmen. Aber das Beste ist auch der Wasserkocher, schau dir mal her. Der ist ja schon dreimal zusammengeschmort. Ja, schaut ja furchtbar aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir was Billiges kriegen. He? Aber wir haben auch kein Geld. Nicht mal ein bisschen was. Ein bisschen was. Oh, Walter, schau mal her. Von der VR-Bank, da könnte man was gewinnen. Was? 3x 333 Euro? Ja, vielleicht kriegen wir gleich dreimal den Preis. Ja, du Lisbeth, da müssen wir mitmachen. Das ja, gewinnen, glaubst du? Waldraut und dann macht man einen Bittgang, wenn wir was gewinnen. Mit allen unseren Mitgliedern. 350 ja. Frauen haben wir. Die nehmen alle mit, die müssen alle mit. Die gehen ja alle mit. Ja. Und dann haben wir einen Haufen Geld. Ja, und dann kaufen wir ein. Da fahren wir fort und kaufen wir mal was Gescheites. Wir haben das Billigste. Ja, genau, das macht man. Das machen wir. Ja. So, Kasimir. Und jetzt erst deinen schönsten Assessor von meiner Ding. Und erst probieren. Jetzt sagen wir mal, wie der schmeckt. Mal sowas Gutes habe ich an meinen Lettern noch nicht gegessen. Einfach himmlisch. Und ja. So verwöhnt bin ich wohl herum mit einem Schnaps und einem Bier. Und jetzt weißt du hoffentlich, was du jetzt zum Tun hast. Mei, was war jetzt das für ein Traum? Aber das kann ja gar kein Traum gewesen sein, weil ich das himmlische Kechel noch da habe. Jetzt weiß ich aber gleich, was ich machen muss. Der Frauenbund, der wird's gefreien. Und jetzt ist ich mein Kechel und dann gehe ich heim. Mmh, ist der gut.